So und hallo und willkommen zurück. Wie wollt ihr noch die DLC? DLC so Star Wars The Force Unleashed spielen, aber den Jedi-Tempel, einmal Tatooine und einmal Hoth. Wir spielen das in der richtigen Reihenfolge und da kommt der Jedi-Tempel als erstes zeitlich gesehen. So, aber welchen Spiel jetzt gerade spiele ich denn? Ich habe ja schon Sith Meister das Hauptspiel gespielt und ich habe jetzt darauf keinen Bock, weil ich habe keinen Bock, das mal zu verrecken. Sith Lord, ja okay, ist bei meiner Würde, aber ich würde bei Sith Krieger spielen, dann ist es nicht zu hart, aber gut genug, dass ich spielen kann. Die DLCs sind nicht so lange, was ich schade finde, aber die sind cool und schön inszeniert. Juhu. Proxy, ich kann sie spüren, aber nirgendwo sonst kann ich etwas über meinen Vater in Erfahrung bringen. Ach, Starkiller, das ist ein schöner Bauchredner. Ja, ich möchte nur kurz gucken, ob die Sound-Optionen noch da so sind, wie sie sein sollen. Ja gut, die sind soweit in Ordnung. Diese, ich werde das Aussehen und das Lichtschwert hier in den Level nicht ändern. Das passt hier, das ist mein Jedi-Tempel, was ich cool finde. Allerdings finde ich immer noch die Level in der PlayStation 2 Variante immer noch besser, weil in Tempel war es immer noch mehrere sind. Aber die. Tschüss, 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 tschüss. So, tschüss. Hallo? Danke. So, ein bisschen blitzen. Blitzen und da kommen wieder Schattentruppen. Ach, oder die ins Geheim. Okay, Sturmtruppe, du hängst irgendwie ziemlich interessant rum. Und kaboom. Ja, da liegt ziemlich interessant, sage ich mal. So, das sind. Und diese werden. Die werden Steuerantreiber des Imperiums. Sie sind unsichtbar und ziehen jemand die Steuer ab. War ja klar. Nicht die Kiste, Starkiller. Starkiller, wir müssen mal Prioritäten setzen. Eigentlich schon das Hauptspiel, aber auch das hier. Es nimmt schon Ausmaße an, das nimmt ja kein Ende. So, tschüss. Starkiller, du bist echt schwer vom Begriff. Wie das aussah. Natürlich, mich schocken. So, tschüss. Machtschub machen wir, ne? Hm? Oh, du mieser imperialer Steuereintreiber. So nicht die Sturmtruppen oder sind wir allgemein die Steuereintreiber? Militärische Effizienz haben sie, deswegen müsst ihr immer Steuern treiben. Dass sie irgendwas zu leisten haben. Ey, das ist jetzt unfair. Wir waren gerade am Ausstehen. Na schön. Mhm. Zack, zack und zack. Wirst du bitte mal aufhören, hier zu stehen, du gehst mal auf den Piss. So, reicht. So, ich muss die Tür öffnen mit der Macht. Na gut. Ach, so schön warmes Wetter und da kommen schon die Fliegen. Ich hasse Fliegen. Ach, schon für die letzten Partie hebe ich mir noch die Datenbanker auf. Ja, das wird ja ein Spaß. Das liegt auf der anderen Seite der Eingangshalle. Wenn der Weg versperrt ist, leg ihn frei. So, eine ganz schön große Statue von einem Jedi. Wen es darstellen soll, keine Ahnung, ist mir Schnuppe. Und noch mehr Steuereintreiber. Ich hasse Steuereintreiber. Ey, nachdem mein Todesschütze zerstört wurde, okay, ist ja nicht in dieser Zeit Epoche, aber dennoch müsst ihr immer noch nicht so viel Steuern ziehen. Echt, ey, ihr solltet mal die Bevölkerung auch mal was gönnen.
die miesen Imperatoren-Steuerntreiber. Wer kennt sie nicht? Das ist das berühmte Imperium, die berühmten Steuerntreiber. Ihre Sternzerstörer sind ein Witz gegen ihren Steuerntreiber eben. Was wahrscheinlich sogar wahrscheinlich richtiger ist. Egal. Hm? Du machst eine Fliege. So, mal gucken. Gehen wir es den Weg lang. Wir müssen. Ja, danke, Leck. Man muss jetzt unterschiedliche Wege abgrasen und hier wäre der. Kann man sich entscheiden, welcher, aber ich gehe lieber hier. Du bist in einer Padawan-Trainingskammer. Vorsicht! Vielleicht funktionieren die Trainingsdruiden noch. Und es ist sehr schön, dass hier noch einmal eine Klonrüstung rumliegen von Order 66. Und dieses Level ist ein bisschen nervig, wenn man auf diesem Spielplatz hier gerade spielt, weil hier unendlich Druiden spawnen, die irgendwie ein bisschen die Macht nutzen können, frage ich nicht wie. Und Lichtschwerterkampf. Stile. Das ist ja, es kommen eigentlich unendlich Druiden. Rein theoretisch hätten sie damit die Klone eigentlich locker besiegen können, aber hey. Vielleicht waren die auch aus, wenn der Order 66, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass ein Jedi dazu nicht in der Lage wäre, die zu aktivieren. Vielleicht nicht günstig zur Umprogrammierung, aber zur Gefahrkennung hätte es doch gereicht. Aber naja. Wer bin ich, dass ich mich da beschweren würde? Ich meine, ich bin ja nicht die Autorin, die dafür Geld bekommen würde, diese Sachen hier zu machen. Und bumm. So. Geh mir aus dem Weg. Aua, aua, so. Macht schon ein bisschen mehr praktisch. Und du hörst auch mit deinem Blitzen. Und Stalker läuft zu schreien. Im zweiten Teil, den wir auch auf dem Studio jetzt gerade spielen werden, ist es noch nerviger. Ja, wir haben ja mit dem Klonenhelm. So, wo ist denn das letzte Tricksding? So, ach, hier bist du. So. Wunderbar, es waren jetzt alle. Ja, legt euch nicht mit Starkel an. Das endet meistens nie gesund. Ich muss sagen, es gibt viele Leute, die Starkel viel zu OP finden. Ich muss sagen, ich finde ihn nicht OP. Der ist stark genug gegen die meisten oder andere Starke zu bestehen und das reicht mir. Wenigstens ist es in vielen Punkten noch nachvollziehbar. Da finde ich die alten Sith Lords aus den, von Legends irgendwie noch viel, viel schlimmer. Dass da viel zu OP gemacht wurde. Ich meine, es gibt da einen Lord der Sith, wie hieß er nochmal? Darth Nihilus oder wie auch hieß. Der einfach, ja, einen ganzen Planeten oder sowas mit einfach aussaugen kann, ja klar. Warum nicht? Und Stalker, warum laufst du gegen die Wand? Oder bei Legends, der Imperator kann einfach Machtstimmen erzeugen, die ganzen Planeten oder Flotten zerstören, ja klar, das ist natürlich nicht OP. Da finde ich das, was Starkiller kann, hier viel realistischer und ehrlich besser gelöst. Vor allem finde ich, das passt zu Episode 6 nicht, wenn man bedenkt. Ich finde es irgendwie interessant, dass manche Leute meinen, ja, der Brand ist so mächtig, dass er nicht, dass er fast unbesiegbar wäre. Hm, ja, klar. Sicher, stark ist er. Allerdings, so stark in der Macht ist er jetzt auch wieder nicht. Ich sag nochmal gerne Episode 6, wo er mit aller Mühe und Not versucht, Luke umzubringen und es einfach nicht gebacken kriegt. Ich meine, habt ihr euch mit dem Imperator Sichtsausdruck gesehen, als er Luke unbedingt töten wollte mit seinem Machtblitzen? So richtig fest Zähne knirschen, richtig fett stirb und verrecke, du kleiner Scheiße. Ungefähr den Gesichtsausdruck und das. Oh, Luke schreit zwar ziemlich stark, außer Frage, aber dennoch ist es doch relativ harmlos. Relativ. So, und hier ist eine Galerie. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ist mir auch für ein Kunststück für Planeten oder keine Ahnung was. Und hoffentlich ist es in einem Star. Eigentlich hätte ich eigentlich erwartet, dass es aber so wäre, dass die Kugeln, die wir gerade gesehen haben, eigentlich etwas schöner detaillierter wäre. Und das Holocron. Aber gut, wir sind hier beim Jedi-Rat und die leben alle von Spendengeldern. Ich meine. Wir wissen doch alle, bei Star Wars hat niemand wirklich Geld, sondern die Bevölkerung müsste alle von Spendengeldern finanziert werden. So, und ein Jahrtausend, altes Kunststück ist einfach mal kaputt gegangen.
Vor allem, warum es jetzt plötzlich da stand. Oder sind Pimmons ihn wieder platziert? Warum auch immer. Ich meine, da ist jetzt ein Weg gewesen. Och. Starkiller. Starkiller, wir müssen echt mal miteinander reden. Nein, das lässt du schon bleiben. Nein, nein, aus, böse, husch, aua. Ihr solltet euch schämen. Ernsthaft. Aua. Ach ja. So, fall hin. Du sollst hinfallen. Wo kam der Schuss her? Du knutscht ein bisschen mit dem Darktrüppler rum. Oh, wie... Alter, wie er noch festhält. Kann ich aus dem Fenster schmeißen? Ach, komm schon, das ist so geil gewesen. Für euch freut sich, habe ich was ganz Besonderes. Ich wollte ja nicht packen, aber nö. Starkiller, warum soll die Tasten, die ich eingegeben habe, nicht reagieren? Es ist so lachhaft. Ich selber seit die PlayStation 2 Variante ist sogar verfügt meine Eingaben besser als die moderne Varianten, das irgendwie schon traurig ist eigentlich. Aber nun gut. Noch mehr imperiale fliegende Steuerantreiber. So, und hier ist ein komisch dunkler beleuchteter Raum. Warum nicht? Kann man machen. Und erstmal Ladesequenz. Ah, stimmt, das Imperium hat wieder vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen. Oder hier Lampen aufzustellen. Dafür hat es diese komischen LED-Leuchten hier. Haha. Selbst hast dein Schicksal in der Hand. Die dunkle Seite ist stark in dir, aber es gibt Hoffnung. Das Blut eines wahren Jedi, mein Blut, fließt durch deine Adern. Doch du musst dich den Jedi-Prüfungen stellen. Horche in dich hinein. Und du wirst wissen, was zu tun ist. Ich möchte betonen, dass in DCs die Lippensynchronisation in Deutschen allesamt scheiße ist. Werden wir vorhin gleich später beim Imperator merken. Aber hier eine cool inszenierte Mission. Wir müssen unseren Geist durchforsten. Also, wir sind hier in einem Gebiet, wo die Macht, also unsere Gedanken, hier drin sind. Fühlt sich cool, weil es auch eine PlayStation-Variante sowas gibt. Allerdings gab es dafür 3 Missionen und nicht nur eine. Und dafür war es kein DLC. Ich will es nur mal so gesagt haben, ne? Vorsichtig, vorsichtig. Das ist genau übrigens ein Erfolg, wenn man dafür das noch nicht schafft, dass die Kugel nicht rot wird. So. Ich weiß nicht, ob ich das schon als rot sein würde. Es hat schon leicht rot angeknackst. So, tiefer, tiefer. Ah, diese Musik, die gerade abgespielt wurde, die kenne ich schon noch aus The Force Unleashed. Nicht The Force Unleashed,
aus Empire at War. The Force of Corruption. Echt tolles Spiel, will ich auch mal irgendwann versuchen zu let's playen. Und warum habe ich den Erfolg nicht dafür für die Fähre bekommen? Als ob diese kleine, kurze Funke schon nicht für ausreicht hat, dass es nicht kriege. Das ist echt lachhaft. Nun denn. Ich muss sagen, die Mission ist cool inszeniert, obwohl ich, wie gesagt, die PlayStation-Variante immer noch, also zwei. Ja, ich könnte mich, glaube ich, lange lang genug, um zu wissen, was ich meine, welche Variante. Ja. Schon kaputt gegangen. Ja. So. Wieso fällst du runter? Na gut. So. Hallo, ich hab Starkiller. Das habe ich doch gerade schon vorhin gemacht. Zack, zack. So. Was wohin wurde gerade das Problem? Aber die Musik ist immer noch schön. Immer passend. Und wir kriegen wahrscheinlich wieder einen Besuch. Ja, wir wissen alle, wer das ist, ne? Wer das böse Ende gesehen hat, weiß, wer das ist. Zack. Dieser Trick, den er jetzt macht hier, die Verwirrung ist echt zum Kotzen. Ja. Wenn ein Jedi vorm Kampf, sollte man ihn nicht angreifen, sonst ja. Oh, jetzt hat er keine Jedi vorm mehr. Dann bekommt er nämlich Gesundheit zurück. Oh, hoppla, falsche Taste. Wupp. Na? Wer ist das? Ach, ich freue mich schon richtig hart auf die anderen beiden DCs. Na komm, schmeiß deine Scheiße. Ja klar. So, wieder ein richtiger Bodenkampf. Ich wollte kein Blitzschild machen. Ja. Und tschüss. Jetzt nicht angreifen. Ich habe geblockt, aber egal, wen interessiert's. So.
Sag, Keller, wo hast du gerade der Machu gemacht? Mein Schwert bitte, danke. Die Tastenkombinationen sind sehr interessant. Nicht angreifen, nicht angreifen. Ja, den Angriff, den ich irgendwie nicht blocken kann. Oh je, macht das einen Spaß. Diese Pfeife. Du bist viel zu einfach für mich, Freundchen. Nur weil du ein paar unblockbare Angriffe hast. Meine Tastenkombination, diese Fähigkeit ist zum Kotzen. Na gut, das kann ich. Na gut, das ist halb so wild. Aber warum? Okay, hat der B nicht akzeptiert. Seht ihr das? Welchen Angriff passiert sowas? Tschüss. So, jetzt bist du tot. Oder verschwunden, bist ja eine Fata Morgana eigentlich. Oder irgendwas, was die Macht produziert. Also, oh, falsche Taste. Und Absturz. Und knapp. Bye bye, Geisterscheinung. Du wirst niemals entkommen. Luda, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Was auch immer hier war. Es ist fort. Nichts ist übrig. Ja, und das war's mit dem DLC-Level. Ein sehr kurzes leider. Was ich sehr bedauerlich finde. Nun denn, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ist der Klammer anders. Nun denn, dann sehen wir uns nächstes Mal auf Tatooine wieder. Tschüss.